Was geht auf, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge God of War Ragnarök im Valhalla DLC. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, wie immer natürlich, danke für eure Unterstützung meinem Projekt. Wenn es euch weiterhin so gut gefällt wie mir, dann lasst gerne ein bisschen Liebe da. Mit einer kleinen Bewertung helft ihr schon kräftig weiter, das zu unterstützen, Freunde. Wir machen weiter und gehen jetzt hier in diese Todestür. Und schauen mal. Hat Valhall für dich. Wow! Okay, okay. Alter! Okay, das ist ja mal nice. Das ist ja mal eine Begrüßung, ja? Danke, danke, danke. Du kommst gleich dran, ey. Warte nochmal ab. Ja. Sehr gut. Bisschen unblutig für meinen Geschmack, aber okay, ist okay. Schmeckt ihr das? Ist geil, wa? Steh doch auf! Na, so ein Masse, ja? Okay. Erwischt! Zähl mit Valhall! Haha, Junge, Mimir ist so geil. Mimir ist so nice. So, nee. Einfach mal alles hochleveln. Man muss ja auch sagen, bisher ist ja auch echt gut umfangreich der DLC. Auf zum nächsten Bereich, wenn du soweit bist. Ja. Ist auch geil. Ist auch richtig geil, dass es so umfangreich ist bisher. Wir sind so weit gekommen. Brauchen wir etwas? Was ist denn da jetzt Schub? Da wäre es halt natürlich cool zu sehen, wie viel Gesundheit du auch gerade hast. Wa? Muss man auch mal gerade an der Stelle sagen, fällt mir jetzt erst auf. So richtig. Wäre cool zu sehen, bevor du jetzt Gesundheit ein bisschen Boost kaufst. Wie viel habe ich denn überhaupt? Brauche ich das überhaupt? So als übersichtsmäßig das Ding, so, weißt du? Oh, egal. Gut, okay. Einer. Oh! Kommen die Brüder jetzt? Oh. Ihr Schweine! Nochmal Rache nehmen für das, was ihr Mimir angetan habt. Du Sau, du, ey! Ja, das Schwert ist einfach zu krass. Das ist einfach zu krass, ihr habt gar keine Chance. Die können sich nicht mal bewegen währenddessen. Ja. Schnauze, Junge. Warum stehen mir die Haare zu Berge? Keine Ahnung, ja. Ausgerechnet einen Sohn Thors aus deinen Erinnerungen zu ziehen. Mordi, es ist schwer, Ähnlichkeiten zwischen Modi und seiner Schwester Thrud zu entdecken. Sie hat nichts von seiner Grausamkeit oder von seiner Feigheit. Ich weiß, dass du immer noch große Schuldgefühle wegen seiner Ermordung hegst, so wie ich, wegen meiner Rolle dabei. Wie sein Bruder hat Valhalla ihn aus meiner Erinnerung manifestiert, um erneut zu kämpfen. Tja. Hier gibt's aber dicke Belohnungen, ne? Ja, ey, das Schwert ist ja. Das Schwert ist ja so krank overpowered, ey. Laden Sie das Schwert auf, um Gesundheit zu opfern. Nee. So cool. So cool, so cool. Deswegen direkt weiter. Hallo nochmal, Kratos. Oh Mann, ey.
Und wir sollten natürlich auch nicht vergessen, Kratos, deine Tat in den richtigen Kontext zu setzen. Ich habe dein Leben gerettet. Ich! Und zum Dank hast du mir buchstäblich den Kopf abgerissen. Wissen deine ganzen neuen Freunde, wie du mit deinen alten umgesprungen bist? Aber natürlich hast du dich geändert, nicht wahr? Jetzt lässt du nur noch Freunde sterben, weil es dir an Weitsicht mangelt. Da kann man einfach anderen die Schuld geben, oder? Ich weiß, du bist eine Projektion des Verstands. Aber wie dem auch sei, der Tod, den ich dir gab, war ungerecht. Oh, wie rührend. Das war die Spucke nicht wert, die du dafür verschwendet hast. Mach das nicht nochmal. Niemand will das von dir hören. Wenn du es so nimmst, redet Kratos ziemlich oft mit sich selbst eigentlich dann am Ende. Nein, er sagt, es ist nur in seinem Kopf so. Teil 2, Wachsamkeit. Nur ein kleines Andenken an mich. Ich hoffe, es bringt dir unerbittliche Qualen. Ist ein bisschen unheimlich, wenn sie das machen, nicht? Als würden sie dich verurteilen. Helios Schild. Ich habe noch ein Objekt meiner Vergangenheit in Valhalla gefunden. Einen Schild, der einst dem Sonnengott Helios gehörte. Er ist jetzt zertrampelt und nutzlos. Eine traurige Erinnerung an meine rücksichtslosen Taten. In einer Zeit, in der mich nur fehlgeleiteter Zorn antrieb. Griechenland, willkommen! Nur kurz mal die Musik genießen, jedes Mal, wenn wir da auftauchen. Geil. Alles klar. Jetzt müssen wir 5 Runden drehen, oder was? So, nehmen wir wieder eine an. Waffenmeister. 5 Begegnungen. Aber flüchtiges Chaos geht verloren, wenn ich getroffen werde. Ja, egal, scheiße. Scheiß drauf, Mann. Wir riskieren es. Es wäre eigentlich dementsprechend auch besser gewesen, schlauerweise, die einfach so stehen zu lassen. Weil dann kann ich sie nicht verlieren, wenn ich sie jetzt schon aufgehoben habe. Egal, scheiße. Risiko, Junge, no risk, no fun, Alter. Weiß Bescheid, ey. So, let's go, rennen jetzt. Wir haben aber gar kein Rage. Oh, Junge, das kann übel werden. Mann! Visier sie doch an, ey. Dann dreh ich dich um. Ja, auf, wegzurennen. Obwohl, es war eher so verwirrtes Laufen, ne? Spenster, oh, diese schlüpfigen Viecher hast du bestimmt vermisst. Geschwänzt. Diese rachsüchtigen Geister sind ruhelose Phantome, die zwischen zwei Welten gefangen sind. Ihre Körper wurden gar nicht oder nicht ordentlich begraben, sodass sie zurückkehren, um die Lebenden
zu quälen. In Valhalla sind sie ebenso aggressiv und voller Wut, wie ich sie in Erinnerung habe. Scheiße, ich hab's geahnt. Nimm eine andere Waffe, Idiot! Schnauze! Achtung, Sturzangriff! Habt ihr jetzt mal genug hier? Was ist immer noch nicht? Ach, jetzt sehen wir, wer Halbmann ist. Au! Boah, das, Alter, hat das gekostet, ey. Das hat richtig Kohle gekostet jetzt. Ey, sogar wenn ich im Rage muss mit und getroffen werde, zielt das, oder was? Boah, ist das übel, okay. Minotaurus, es war Ares, der diese gehörnten Bestien züchtete, um in seiner Armee zu dienen. Ihre Effizienz führte schon bald dazu, dass sie in den meisten Armeen meiner Heimat eingesetzt wurden. Verschiedene Rassen wurden gezüchtet, um unterschiedliche Rollen zu erfüllen. Ich war noch niemals versucht, sie in meiner eigenen Armee einzusetzen. Sie sind viel zu beschränkt und unberechenbar. Jeder Besiegte von Valhallas Auserwählten erhöht enorm die Menge an gehaltenen Flüchtlingen. Ja, das ist schön. Das ist cool. Ich glaube, ich werde aber trotzdem jetzt schnell die Kohle ausgeben. Alter. Das ist natürlich übel, wenn du während des Rages auch getroffen wirst und das zählt. So, hier war 500. Hier war 1000. Ja, das ist natürlich scheiße, wa? 50 fehlt jetzt. Na gut, dann nehmen wir die beiden jetzt erstmal. Wird er nehmen? War das nicht so geil? Oh Scheiße! Valhalla hat dein Ziel bestimmt. Los! Danke für deine kurze Hilfe, aber der hat echt gut was gebracht. Danke dafür. Zack, weg mit euch. Neue Arena verfügbar, das Aegeis-Schiff oder so ähnlich, kann am Ostflügel gefunden werden. Das Ziel ist erledigt. Mausetot. Bist du zufrieden? Na, gehen wir halt alles auf Schilder, wenn ich das jetzt nicht wirklich brauche. Yes. Der Ostflügel. Sollen wir mal gucken gehen? Ist jetzt die Frage, aus welcher Sicht soll ich den Norden jetzt bestimmen? Wenn wir auf das Ding hier zugucken, ist das Norden? Dann müsste ja hier drüben sein, aber. Gehen wir draußen noch zusammen? Ne, nicht mit den Scheißdingern, ne?
Aber hier ist eine kleine Herausforderung. Schlag mit dem Schild zu, verdammt! Manu, sag grad, wie viel hat das gekostet, Alter? Auftrag einlösbar. Junge, was ist denn hier los? Seht ihr? Das meine ich. So viele Sachen nebenbei, ja. Erhöht die Rate. Ja, nehmen wir das einfach. Dein Ernst? 5 Dinger fehlen. Jetzt muss doch hier irgendwo eine kleine Vase sein, ja. Na. 2 Dinger fehlen. Ja, gibt's doch bestimmt gleich wieder eine normale Schlägerei, ja. Komm, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt alles zu verlieren, ey. Ich muss nochmal einmal kurz zurück. Hallo? Einmal nochmal ganz kurz zurück. Und hier irgendwo nochmal eine kleine. Ja, seht ihr? Hätte ich einfach das gemacht, was ich selber angeschworen habe, was schlauer wäre. Hätte ich jetzt meine Kohle, aber nein, ich muss wieder auf dicke Hose machen, ja. Mensch, aber gut, wenn du willst halt auf dicke Hose machen, wenn du Kratos bist, weißt du? Es ist nun mal so, ja. Das war's dann auch schon wieder mit dem Plan. Scheiße, Alter. Egal. Sag ganz ehrlich, diese Kisten... Yo, du Ratte, darf ich auch mal was machen, bevor du mir von der Seite so kommst? Ich muss aber sagen, bisher, jedes Mal, wenn ich hier bin und diese Kisten öffne, habe ich irgendwie das Gefühl, ich wurde abgerippt, ey. So krass gelohnt hat sich das jetzt auch nicht unbedingt. Erinnert mich jetzt. Es wird mit der Zeit nur schwerer, Kratos. Aha, geil. Ja, komm, scheiße. Da, im Boden! Achtung, von unten! Rechte Seite, Achtung! Jetzt geht's aber los hier, ey. Jetzt klaut ihr mir alles, was ich hab. Ich verstehe nicht, was ich wirklich nicht verstehe, oder? Gerade. Wie würdet ihr das einschätzen? Guck mal, das ist ja eigentlich eher so ein normalerer Gegner als so ein Boss. Wie das hier, wie heißt der nochmal, der Sohn von Odin gerade eben. Das war ja eigentlich so ein Boss, der wurde so vernichtet, so krass schnell vernichtet mit dem Schwert im Rage. Und der hier, der hält aus, juckt ihn einfach gar nicht. 1700. Die Frage ist, ich habe jetzt komplett die Orientierung verloren. Was passiert denn, wenn wir jetzt da durchgehen? Hm? Hauen wir denn ab von der Herausforderung? Nein. Ah, das ist es hier. Ah. Okay, scheiße. Was für auf Bronze? Ah, jetzt geht's los. Scheiß auf die Kohle. Jetzt geht's nur ums Überleben, ey. Holy shit. Mach dich doch los! Ja, ich würd's gerne, ey. Die guten Zeiten, ey. Sag mal, was ist hier los, du kleine Hexe, du, ey. Oh, wirkst ganz ausgelaugt. Ja, es ist wirklich nicht geil, oder? Seid ihr Mörder! Ja, was passiert denn? Warum ist sie so krass plötzlich? Seid ihr Mörder!
Mann, ey, hör doch auf da oben, ey. Deine Brutalität und deine Wildheit haben den Weg vorwärts geöffnet. Erbärmlich. Erbärmlich. Hättest du nicht gern den Mast abgebrochen und all ihre Köpfe aufgespießt? Ja. Wäre geil gewesen. Wäre doch geil gewesen, Mann. Die Kiste, ich will auch nochmal schnell. Komm runter da. Vorsicht, von hinten. Lass mich in Ruhe, die Kiste habe ich schon bei euch geholt. So, okay, die war 5000, war die 2? Ne, die war 1000. So versessen auf einen Fall. Ist das ein Spiel für dich? Ja. Guck mal da, das ist, da brauchen wir auch nur noch eine. Da brauchen wir nur noch eine. Guck mal hier. Aber diese Die Schlüssel bleiben nur für diesen Run, oder? Ich weiß gar nicht. Ach, da oben steht es, ja? Okay, sorry, ja. Stimmt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Habe ich das in dem Part gesagt oder im letzten Part? Dass man das cool wäre, wenn man auch sieht, wie viel Lebensenergie man hat. Okay, ja, stimmt, da oben steht es, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Gar nicht drauf geachtet. Kann man das nur einmal holen? Ach so, man kann es nur einmal holen. Ach so. So, okay. Glyphen, versteckte Reichweite, verbessern. Okay. In der Hoffnung, dass wir nochmal so eine Barriere finden, ja. In dem Run. Falls die wirklich nur für einen Run sind, ich weiß es nicht. Oh, hallo auch. Ich bin wieder da. Kratos, du hast es geschafft. Gut. Ich möchte dir eine andere Waffe zeigen, die ich auf Reisen gefunden habe. Willst du sie sehen? Das ist 100% ägyptisch, oder? Bereit machen. Holy shit. Halt dich nicht zurück, ich tu's nicht. Vertrau deinem Instinkt, Kratos. Steckt noch mehr davon in dir? Oh, das sieht nicht gut aus, ey. Das sieht wirklich diesmal nicht gut aus. Was nutzt dir ein Schild, wenn du ihn nicht einsetzt? Mann, ja, ist ja gut, ey. Holy shit! Er macht dich platt diesmal! Das ist wohl das Zeichen, dass wir noch grinden müssen, oder was?
Sag mir ehrlich, Kratos, wie fühlte es sich an, deine Heimat ins Dunkel zu stürzen? Ich wollte nicht, dass das Land leidet, aber es war mir gleichgültig. Nur Wut und Vergeltung haben mich erfüllt. Das war nicht meine Frage. Wie fühlte es sich in dem Moment an, mit deiner Seele im Besitz der Finsternis, alles in Dunkelheit zu hüllen, was du sahst? Es schien richtig. Dunkelheit, komme! Mir! Nein, ich wollte doch gerade weg. Waffen hoch! Hinter dir, pass auf! Konzentrieren, Kratos! Nimm doch den Stein! Nimm den Stein! Nimm doch den Stein! Er hat ihn genommen, aber ich hab gar nichts gespürt, ja. Scheiße. Oh, Junge. Finde das Licht. Bereit machen. Oh. Oh. Komm jetzt. Huch! Dunkelheit, komme! Mir! Nein! Da drüben ist Licht, Kratos! Boah, Junge! Hervorragende Rage! Huch! Huch! Junge! Nein! Hörst du dich? Verteidige dich. Nein, ey! Nein, ey, scheiß dich! Los, raus aus der Dunkelheit! Waffen hoch! Oh mein Gott, wer hat an mich geglaubt? Wer hat an mich geglaubt, Junge? Was ein Kampf, ey! Oh. Ich gebe auf. Schon gut. Also gut. Ich glaube, es war dir nicht gleichgültig. Ich glaube, du hast gelitten. Sehr gelitten. Und du konntest damit nicht gut umgehen. Moment. Bist du das, der die Sonne zurückbringt? Du hast Helios Wagen genommen und die Sonne zurück an den Himmel gebracht. Und dich dabei selbst geopfert. Ja, ich stürzte in den Tod und wurde von Helios gerettet. Aber das spielte sich ab, bevor ich ihn tötete. Meine Untaten folgten erst noch. Was soll das also bedeuten? Dass dein Vermächtnis schon immer sehr kompliziert war. Dass das Gute kein Ziel ist, was wir einmal erreichen, sondern etwas, das wir ausüben. Unglück kann jeden in die Dunkelheit treiben. Wir widerstehen ihr nur durch Weisheit und Wachsamkeit. Heute kannst du besser damit umgehen als damals. Man könnte sagen, du hast bessere Stimmen im Kopf. Ich glaube, das reicht erstmal. Du hast viel zu verarbeiten. Ja. Dann zurück zum Strand. Du kannst stolz auf deinen Fortschritt sein, Kratos. Bis bald. Oh.
scheinst Fortschritte zu machen, was auch immer da drin vorgeht. Mag sein. Hör zu. Ich mag den Eindruck erweckt haben, dass wir mehr erwarten, als du geben kannst. Aber du solltest wissen, dass es nicht meine Absicht ist, dich in irgendeiner Weise zu ändern. Wir haben die alte Welt zerstört, damit die neue atmen kann. Die Scherben aufzuheben und zu etwas Stärkerem zu verbinden, ist eine seltene Gelegenheit. Du hast hier etwas bewirkt. Viele sehen dich als Symbol des Wandels. An einigen Tagen reicht es schon zu wissen, dass du Teil des Rates bist. Und an den anderen? Du hast dir eine Stimme verdient. Wie du sie nutzt, liegt bei dir. Tja, Leute. Boah, ey, warum, Freunde, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal als Codewort 2-Kampf in die Kommentare. Das war ja ein heftiger Kampf, ey. Das war mega spannend, ey, ehrlich gesagt. Das sah am Anfang gar nicht so gut aus. Krass. Ey, nee, wir machen hier Schluss. Wir machen hier Schluss, Freunde. Ey, ich brauche erstmal eine Pause. Das war richtig geil, der Bossfight. Aber ich schätze mal, da wir jetzt mindestens nochmal einen Run haben, jetzt offensichtlich, muss ich wahrscheinlich am Ende nochmal gegen den kämpfen. Dann muss ich mir echt überlegen, wie ich das während des Runs mache, mich da level, welche Waffe ich nehme, Upgrades und so. Krass. Und ja, Story. Einfach geil. Einfach geil. Ja, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber es ist ja nochmal so. Ihr seht doch, was hier passiert. Es ist wirklich einfach geil. Einfach geil. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein, Freunde. Lasst mir, wie gesagt, gerne ein bisschen Liebe da für die Videos. Liken, kommentieren. Hilft kräftig weiter. Haut rein und tschüss.